Wir haben ein riesiges Programm am heutigen Tag. Bevor ich übergebe ans Trio durcheinander, möchte ich Ihnen noch so ein bisschen erzählen, was alles bei uns heute läuft am Pizzol. Der Stefan Roos, Moderator, Sänger, Lokalmatador, hat durchgeführt, wie das Programm und der Anfang ist gemacht worden. Mit dem Trio durcheinander von der Landschaft auf Ostdorf, Badiel, in einer wunderschönen Arena. Die älteren Skifahrer sind zusammengekommen, die Nostalgiker, die hier Rennen ausgetragen haben, und dann noch die mit der modernen Ausrüstung und natürlich immer beliebte Verhalten hier beim Aurea. Und dann der Toni Rupp mit seiner Crew, einmal mehr hat er Ballon steigen lassen. Wunderbar, wie die das machen in dieser Skischule. Und Toni Rupp, also er und seine Crew, wie man Events anbietet, wie man Freude vermittelt, wie man Motivation steuert. Und mit dem Himmel, mit diesen Ballon ist das Ganze hier auf Badiel ein bisschen losgegangen, immer noch ein bisschen begleitet eben hinten dran. Ihr gehört von diesen Klängen vom Trio durcheinander von der Landschaft Davos. Und mit von der Partie natürlich auch immer die Verantwortlichen vom Pizzol. Da der Bruno Klaus, der Leo Loser, Marcella Loser, der CEO, der Klaus Nussbaumer und der Leiter Pisternweg, der Paul Moser. Und der Bruno Klaus sind immer Gespräche mit Frauen, auf das kommen wir noch. Irgendetwas hat er noch erzählt. Er war ja das Rio, ein Tänzli vom Leo Loser und von der Marcella Loser. Und wirklich eine wunderbare Arena, wunderbares Wetter. Und natürlich auch blaue Spur. Und man hat es genossen hier auf der Arena Bardiel und speziell auch der Verwaltungsratspräsident Bruno Klaus, der ja das Rio war. Wie hat der Wechsel empfunden vom Zuckerhut jetzt so her? Also der Zuckerhut ist an beiden Orten wunderschön. Frauen auch, schaut mal da. Aber der Witz ist schöner, die Hüfte schwenken tun sie noch zu Rio. Also, alles Gute, viel Glück in Rio, gell? Cheers, Mann. Ja, und dann hat der Stefan Roos einfach improvisiert und hat das erste Mal ein Lied zum Besten gegeben und hat gemerkt, er ist eine Stimmungsbombe. Er ist Lokalmatador, er ist ein super Sänger, ganz eindeutig. Und er ist echt eine Stimmungsbombe für jeden Ort, wo man ihn engagiert. Was sind das nur für schöne Vögel, die so gelb ist der Wald? Das sind doch Kanarienvögel, die so schnell mal hin. Ali, hallo, Ali, hallo, wie ist Gott immer, je länger die Stimme. Ali, hallo, Ali, hallo, wie ist Gott immer so. Jetzt haben wir alle Flügel raus, komm! Aber uns ist es Vögeli, 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 wo? Aber uns ist es Vögeli, 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 wo? So Vögeli, wo? Aber uns ist es Vögeli, 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 wo? Aber uns ist es Vögeli, 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 wo? Und jetzt klatschen wir alle in die Hände. So gelb ist der Wally Heng, das sind doch Kanarienvögeli, wo so schnell Wally Heng. Und jetzt alle zusammen! Ali, hallo! Ali, hallo! Wie uns geht's immer, je länger die Stimme. Ali, hallo! Ali, hallo! Wie uns geht's immer so. Und nochmal alle Flügel raus, Flügel! Aber uns ist es Vögeli, 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 wohl. Aber uns ist es Vögeli, 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 wohl. So Vögeli, wohl. Aber uns ist es Vögeli, 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 wohl. Aber uns ist es Vögeli, 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 wohl. Und der Schlussspur? Aber uns ist es Vögeli, 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 Vögeli.
Ja, Vögeli wohlen bei Zoll hat er gerade einen Reim hergeklipft. Und natürlich haben sie auch hier, ihr Chöre, eine riesige Freude gehabt beim Nostalgie-Skirennen. Echt angelegt, wie man früher war, die richtigen Ski, die Stöcke, Bindungen, zum Teil Ski ohne Kanten, hinten vielleicht noch ein Fuchsfell oder ein Fuchsschwanz drauf, vorne eine Brisage oder eine Pfeife im Maul und viel, viel Blausch im Herz und eben natürlich auch viel Fitness in den Beinen. Es drückt natürlich zum Runterfahren. Aber das zeigt sich immer wieder, die riesige Freude, die die Leute hier haben, die hierher können, die sich dementsprechend einfach anlegen, wie wir es früher gemacht haben. Und dann wirklich alles tun für sich selber, aber natürlich auch zur Belustigung der anderen. Die ersten zwei Kurven gemerkt, sie haben es in sich gehabt. Es ist viel steiler, wie das hier aussieht. Und wer selber mal probiert hat, der weiss, dass einem das passieren kann. Dass man eben einmal zünftig auf die Schnorren fällt. Aber die sind alle wieder aufgestanden. Ist gar nicht so einfach, überhaupt in diesen Ski zu stehen mit diesen Bindungen, die zum Teil natürlich überhaupt keinen Halt geben. Ein nach dem anderen ist gestartet, in einer Reihe sind schon angestanden, sind wahrscheinlich gegen 100 Läuferinnen und Läufer gewesen. Das ist übrigens der Sohn von Toni Rupp, der auch selber gefahren ist und jetzt wieder zurückgelaufen ist, um eben zu speakern hier oben. Und überlegt euch einfach mal diese Bilder. Ja, da muss ich so sagen, der 58er hat verpasst, dass 57 schon gestartet ist. Ist auch gar nicht so einfach, um das alles zu hören. Und das ist übrigens einer noch von den Favoriten. Die Rangliste kenne ich nicht, aber könnt ihr nachschauen im Internet. Wir blenden euch die Adressen ein. Und ihr seht jetzt, wie hier zum Teil die Leute fahren. Der ist aber wie ein Beisewetter. Der Matthias! Alles aus dem Wartau. Oh. Nummer 59. Wartau! Oh, aber ich muss auch gleich helfen. Matthias von Wartau. Nummer 59 startet. Ohne Stempel. Sehr gut. Ei, ei, ei. 60. Nummer 60. 60. Wo ist 60? Hallo! Schön, 61. 61. 61. Nummer 62 am Start. Ja was? Eins. Ja, ich aber ich zwei. Drei. Los! Nein, ich bin am Ausschluss. 62 gestartet. Aber jetzt. Nein. Ein Spezieller in dieser sonst schon illustren Schar war der mit dem Fasstuber. Er ist das letzte Jahr schon angetreten. Ich habe ihn gefragt, wie oft er trainiere. Zwei oder dreimal, bei uns im Dorf einmal. Aber dieses Jahr nicht, hat es zu wenig Schnee gehabt. Das ist das erste Mal jetzt da. Ja, dann sind wir gespannt. Und zwischenzeitlich haben wir die modischen Schönheiten angeschaut, die speziellen Sachen. Das Nummer 2, der runterrutscht, ist übrigens auch gefahren, hat es auch Kinzing gefahren. Das ist der Fotograf, der hier fährt, auf den kommen wir nachher noch. Und immer haben wir die Schuhe und die Bindungen bewundert, wo sie das dann alles herhaben. Das ist glaube ich eine Kantenhaarbindung, wenn man das alles täuscht. Die Brisage gehört natürlich dazu. Und eben, wie gesagt, die Kleinen, die sind da auch gestartet und hopp, 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 das ist allen gewiss gewesen, die hier runtergefahren sind. Bewunderung, die gegenseitig, die ist da gewesen. Natürlich auch Bewunderung vom Material, das man hier noch hatte. Frauen sehr interessant mit diesen Röcken, mit diesen speziellen Hüten. Das hat man bei Zoli früher gesehen, natürlich. Und natürlich hat es uns auch interessiert, ob man es dann schwer hat, hier runterzufahren. Also mit diesen Kanten sicher, ja. Ja, und dort dann noch Zeit zu bringen, dass der Rücken auch... Die ersten zwei werden das Problem sein, nachher schauen wir. Sonst stehe ich wieder auf. Ja, wir warten weiter, hat sich dann zum Start bereit gemacht. Ihr seht, speziell aufgerufen worden. Ihr seht, das hebt ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, überhaupt nicht. Das ist ja ein riesiges Schwimmfest da drin. Und natürlich war man gespannt, wie es jetzt rauskommt. Und in der ersten Kurve hat er gesagt, das sei etwas vom Schwierigsten. Wir haben natürlich den Däumen gekippt, dass er das schafft. Oh, hat schlecht ausgesehen. Aber dann hat er die erste Kurve wirklich souverän genommen. Absolut souverän. Die zweite auch. Und dann ist es passiert. Aber gute Reaktion. Schnell den Ski holen. Sonst ist dann eh alles vorbei. Ja, und dann ist er gut. Guten Mutes weitergefahren. Ja.
Ja, das passt nicht, gell? Ah, hast du jetzt nicht gesehen? Komm bitte! Ah, ja, unten mit dem Telefon. Ansprechbar. Die schöne Röcke natürlich. Es hat uns gerade alles gezeigt und ich habe gefragt, was denn passiert, wenn sie umkommen? Das kann ich nicht sagen. Der gefriert neben das Wasser. Hoppa, hoffentlich ist aber nicht passiert. Die kommen von Davos übrigens. Das letzte Mal ist nicht umgekehrt, der mal weiss ich nicht. Und er sieht, wie ist gelaufen. Ich kann nicht klagen. Einmal jetzt mit Büchsen. Kann es gehen. Ja, wer will nicht die Wärme mit diesen zügigen Röcken? Übrigens das neue und das alte Jahrhundert liegen dazwischen. Und natürlich gibt es alte auch weniger warm als das neue. Aber dafür muss man sich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Ihr seht, geschlottert haben sie, aber tapfer sind sie. Ja, genau. Was passiert jetzt, wenn ihr umfällt? Wie? Was passiert jetzt, wenn ihr umfällt? Dann stehen wir wieder auf, fahren weiter. Dann werden wir pflätternass, oder? Nein. Eben nicht, das ist der Vorteil, wenn es so trockener, kalter Schnee ist. Mitmachen zählt also ganz eindeutig mehr als ein kleines bisschen früher. Und nach dem ersten Lauf ist es dann zur Foti gekommen. Das war eine ganz interessante Sache. Da hat sich jetzt einmal haarscharf gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, die neue Technik im Griff zu haben. Und dass es früher vielleicht manchmal viel, viel einfacher war. Natürlich, Bindung abzuziehen, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Oder Ski zusammenheben oder vielleicht auch Ski fahren. Aber dann bei der Foti, nicht beim Zusammenstellen, das ist eindeutig sehr diszipliniert vonstatten gegangen. Aber beim Foti machen, da hat es doch jedwelche Schwierigkeiten gegeben. Ihr werdet es jetzt gerade sehen. Bitte die ein bisschen zurück. Können wir noch mehr Zimmer gehen? Mein Objektiv vermag ich nicht drauf zu tun. Gut, von da. Von da. Ich brauche eben genug Rand, das ist ein bisschen das Problem. Jetzt tust du einfach so, dass es einfach in der Mitte ist. Weil ich muss oben und unten etwas herschreiben und so. Ja. So, das sollte tun. Gut. Probieren. Ja, ist gut. Oh, kannst du mir nicht? Dass sie wirklich in der Mitte sind. Der Russen sollte noch ein bisschen mehr rein. Genau. Warte! Das ist schlecht. Mein Ding ist das. Ich glaube, du musst jemanden anders fragen. Wieso? Wenn du durch so schauen, oder? Ja, wenn einfach, dass die Gruppe zu mitten ist. Ist ganz gut, machst du 5-6. Ja, gut, machst du 5-6. Kannst du noch mal? Ich kann schon mal, es ist doch nicht gut. Jetzt habe ich nicht ein bisschen zu sehen. Aber wenn wir da durchlaufen, sehen wir das Gleiche wieder. Mal. Mal, oder? Haben wir die Mitte gehabt? Und da ist du da, hast du die Mauer drauf. Schau, siehst du? Ja, da hast du die Mauer aber drauf. Ja, lass dich ein bisschen drauf. Das macht nichts. Ich denke, dass die Mauer nicht drauf ist. Das ist mir jetzt da gleich, weil das schnitzt eben noch ab, weißt du? Ja, dann ist es gut, wenn sie drauf sind. Jetzt laufen sie, schauen sie. Hey, halt! Ich bin jetzt mit dem Mann. Ich bin jetzt mit dem Mann. Ich bin jetzt mit dem Mann.
Ding. Ja, jetzt ist gut. Ja. Weißt du, es eben. Ja, ja. Wir machen eben Preise mit Rämeln. Ja, ich kenne schon. Das ist ein bisschen. Ja, drum, aber eben, was ist das auch schon im Vergleich zu dem Krampf, den die sonst geleistet haben, die nostalgische Rennfahrer. Ein bisschen ist es dann weitergegangen mit einem schönen Tag mit dem Musikapostel. Und was ihr nachher noch gehört, ist der Gerry, der Klostertaler, und natürlich zum Schluss der Stefan Roos. So, wir fliegen auf jetzt und die wir fliegen zu stark. Stark, wir Tiger, so groß, groß, groß wie ein Schiff, wir so hoch. Und ich spring immer wieder und ich schwimm zu dir rüber und ich nimm, mit mir bei der Hand an ihm mal. Und ich sag, ein so schöner Tag, la 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 la, ein so schöner Tag, la 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 la. So schöner Tag, la 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 la, ein so schöner Tag, la 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 la. Und ich flieh, Flieger bin so stark, wir Tiger so groß wie ein Schiraffe so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring immer wieder und ich schwimm zu dir rüber und ich nimm die Beine. Und ich sag, ein so schöner Tag, na 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 na, ein so schöner Tag, na 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 na. Es wurde Blümling, hab ich nie, es fehlt bei mir, und all you pay. Es wurde Blümling, hab ich nie, das fehlt bei mir, und tschüss, Gerry! Fili-li-fili-ra-fili-ra-l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 a. Es pura bira di magini, das sieht man mir wohl an. Mal früher, mal hinter, mal links, mal rechts. Mal rufen! Mal nachher, mal links, mal rechts. Mal früher, mal hinter, mal links, mal rechts. Mal rufen, mal nachher, mal links. Mal früher, mal hinter, mal links, mal rechts. Mal rufen, mal nachher, mal links, mal rechts. Mal früher, mal hinter, mal links, mal rechts. Mal rufen, mal nachher, mal links, mal rechts. Und jetzt der Jodl. Ja, nee, wo kann ich die Fehler entjubeln? Und Herrenbürbli gibt's ja nicht, wo kann ich die Fehler entjubeln? Und nochmal hier! Fili, fira, firalala, firalala, firalala. Und Herrenbürbli gibt's ja nicht, wo kann ich die Fehler entjubeln? Mal führen, mal hinter, mal links, mal rechts. Mal rufen! Mal nachher, mal links, mal rechts. Mal führen, mal hinter, mal links, mal rechts. Mal rufen, mal nachher, mal links, mal rechts. Ich lass keine in mein Revier. So wie du bist nur eine Frau. Und das weiß, ja, das weiß ich genau. Es fällt doch nur mit dir allein. So, wir brauchen eine Bewegung. Hände nach
jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's wirklich richtig los. Tiki-Taka, 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 hola die Hey! Ich habe eigentlich erst um 4:30 meinen ersten Auftritt geplant. Jetzt habe ich gesagt, komm, wir machen als Überbrückung vom Trio Durcheinander etwas. Völlig improvisiert. Einen zum Mitsingen von Costa Cordalis mit dem alten Griech. Bin ich schon ein paar Mal auf der Bühne gestanden. Und ich denke, der passt wunderbar hier. Und bei Zoolauf ein bisschen sommerliche Temperaturen hier auf meinen Hausberg zu bringen. Mit einem Titel, den ihr alle könnt. Es gibt keine Ausreden. Anita von Costa Cordalis. Ist ein bisschen Dampf, komm. Ich tanze irgendwo, Anita. Anita. Ich hab zwei Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Und jetzt alle zusammen. Komm, steig an den Weg, sag den Blick zu mir. Anita. Anita. Jetzt ist heut, die Stadt ist nicht mehr weit. Mach dich schnell bereit. Ich seh dir ein, da schlummert ein Vulkan. Du wartest auf die Liebe. Ich will sie wecken und alles entdecken, was keiner bisher sah. Oh, 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 reite wie der Wind, bis die Nacht beginnt. Anita, Anita, bald sind wir da. Und jeder soll es sehen, wie gut wir uns verstehen. Und jetzt alle ganz laut! Musikanten herbei, spielt ein Lied für uns zwei. Bei Musik und bei Wein wollen wir heute glücklich sein. Ich tanze irgendwo, allein in Mexiko. Anita, Anita, schwarz, zwei Haar. Die Augen wie zwei Sterne, so klar. Ich baue unser Nest, wo sich's leben lässt. Anita, Anita, von Mexiko, denn nur bei dir allein will ich immer sein. Um uns herum, da saßen sie ganz stumm und machten große Augen. Die Compañeros, Sombreros, wenn du gehörst zu mir. Oh, 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 heute ist die Nacht, nicht zum Schlafen da. Anita, Anita, dein
so ein Fest. Gibt es noch irgendwo in Mexiko? Und jetzt alle bitte noch mal ganz los. Musikanten herbei, spielt ein Lied für uns zwei. Bei Musik und bei Wein wollen wir heute nicht sagen. Heute ist die Nacht nicht zum Schlafen da, Anita. Anita, und so ein Fest gab es noch irgendwo in Mexiko.